Sehr geil. Warte, Polan? Ja. Während DJ Ötzi hier gesungen hat, haben wir uns hinten überlegt, wie man die verarsche mit dieser Phosphorblume, wie man das noch ein bisschen unterstützen kann. Und es gab echt geile Ideen von meiner Crew, aber die beste Idee ist immer noch von meinem Tonmann. Der hat mal gesagt, man müsste die beste Freundin von ihr mit einweihen. Und die müsste nächsten Tag sofort zu ihrer Freundin dann gehen und sagen, ey, hast du das gestern mit der Blume gesehen? Ich bin ja eh der Meinung, wir müssen uns wieder mehr verarschen. Wir müssen uns viel mehr verarschen. Ist so. In einer guten Beziehung nett verarschen. Man muss sich wieder mehr veräppeln. Wir sind so ernst geworden. Meine Freundin zum Beispiel verarscht mich jeden Abend im Schlafzimmer. Das ist kein Scherz. Habe ich kein Problem mit. Nein. Sie liest ein Buch. Sie liest, kein Scherz, sie liest ein Buch. Frauen lesen ja Bücher zum Einschlafen. Können wir Männer gar nicht. Hast du schon mal versucht, ein Buch zu lesen, wenn du müde bist? Da liest du eine Seite 13 Mal. Frauen, die schlafen ein, lesen aber beim, wenn der Kopf noch auf Kissen, zack, Buch weg, eingepackt, zurück. Meine Freundin liest Buch. So, jetzt kriegt die für die Bücher immer von ihrer besten Freundin geschenkt. Jetzt hat sie ein neues Buch, seit sie das hat, macht sie Geräusche. Hat sie noch nie gehabt. Liegt neben mir, liest das Buch. Ich sag, was liest du da? Sie? Hä? Rosamunde Pilcher. Glaube ich ihr. Sie ist meine Freundin, warum soll sie mich anlegen? Ich glaube ihr. Und je mehr die las, desto mehr ging die ab. Ich denke, Alter, das ist niemals Rosamunde Pilcher. In 100 Jahren nicht. Pass auf, nächsten Morgen, sie geht duschen. Ich denke, da gehst du ans Nachtschränkchen. Geh hin. Der Buchumschlag, Rosamunde Pilcher. Innen drinne 50 Shades of Grey. Wer hat's gelesen? Wer hat's gelesen? Mal kurz Arm hoch. Wer hat das Buch gelesen? Das sind mehrere Teile. Wer war im Film? Wer war im Film? Für alle anderen, die das nicht kennen, das ist ein Porno! Das ist ein Porno, liebe Männer, ihr müsst euch das reinziehen! Ihr müsst wissen, auf was eure Frauen stehen, das ist irre. Wenn du das gelesen hast, fährst du am Montag zu Obi und kaufst ein Schweißgerät. Keiner weiß warum. Das ist irre. Ich habe alle Teile gelesen. Ich habe gesagt, komm, wenn alle Frauen das so geil finden, muss ich es auch lesen. Und habe zu meinem Freundeskreis gesagt, wir haben alle eine lange Beziehung, wir waren zu dritt, habe ich gesagt, komm, jeder nimmt sich jetzt ein Kapitel aus dem Buch raus. Und dann machen wir das zu Hause. Und dabei ist mir aufgefallen, dass nur weil Frauen das geil finden, was in dem Buch abläuft, heißt das noch lange nicht. Dass sie das auch geil finden, wenn der eigene Freund das macht. Ich hatte das Kapitel Dirty Talk. Dirty Talk, für die Leute, die Dirty Talk nicht kennen, Dirty Talk ist so, du darfst Dirty Talk darfst du nicht mit deiner eigenen Stimme machen. Du musst bei Dirty Talk, musst du, so ein bisschen, als wenn du kacken gehst. Keiner weiß warum, das ist irre, ja. So, doch, Dirty muss, Junger Mann, dritte Reihe. Du. Neben dran. Wie alt bist du? Was? 12? 12. Okay. Wie heißt du? Hä? Maximilian? Max. Geht Max oder willst du Maximilian? Maximilian von Zehlendorf. Weiß ich nicht. Maximilian? 12. Maximilian, pass genau auf, ist dein Abend heute, jetzt lernst du was doch. Dirty Talk! Dirty Talk! Frauen stehen, aber Maximilian, tust du mir bitte eingefallen, gehst am Montag nicht zu deiner Mathelehrer und sagst, Okay, versprochen?
Warte auf, also ich hatte das Kapitel Dirty Talk. Bin sehr ehrgeizig, ich bin super ehrgeizig und habe gesagt, komm, wenn ich Dirty Talk mache, dann muss das können. Frauen werden mir recht geben, wenn du Dirty Talk versuchst, du machst das, du musst richtig, du darfst nicht klingen wie Willi von der Biene Maya, dann hast du verloren. Nein, ist so. Du musst richtig bitchy, du musst, und ich habe jede freie Sekunde habe ich geübt, wenn ich an der Ampel stand, an einer roten Ampel, saß ich im Auto, ich hab gedacht, Alter, wenn ich Dirty Talk mache, ich werde der Dirty Talk Meister. Wenn ich nach Hause komme und mache Dirty Talk, ist am Mittwoch für meine Freundin schon Wochenende. Das garantiere ich dir. Da ist Rambazamba, die kriegt Schmirgelpapier an den Rücken und dann wird das Parkett abgezogen. Freunde! Baramba! So. Und du merkst das. Du merkst als Mann, wenn du bereit bist, du merkst das. Und ich wusste, ja, ich bin der Dirty Talk Meister. Und ich kam nach Hause und sie stand in der Küche. Ich denke, das ist mein Signal. Ich gehe hinter sie und sage, na du Dreckschlampe. Alter. Haut sie mir die Lampen in die Fresse. Und ich dachte, das gehört dazu. Sag her, du Miststück. Wie redest du mit mir? Ich sag, wie du's brauchst, Dirty Bitch. Nix Rambazamba, sie hat oben ihr Pack, dich unten. Scheiß Dirty Talk. Aber bei mir ging's so. Bei mir ging's, wir waren ja zu dritt. Gut, der Freund von mir hatte, der hatte das Kapitel, dass Frauen wieder Männer mögen. Frauen, ja, das steht da drin. Frauen mögen wieder Männer. Richtige Männer. So richtige Männer, nicht so Luftpumpen. Richtige Männer, die sie richtig hart dran nehmen, hat er falsch verstanden. Hat er mir erzählt, sie kniete so vor ihm. Maximilian, die hat was verloren, weißt du? Er stand hinter ihr, hat mit Suche geholfen, weißt du? Und plötzlich holt er voll, nicht so ein bisschen, plötzlich holt er volle Möhre aus. Sie direkt, sag mal, schlägst du mich? Er! Die direkt zum Telefon meine Freundin angerufen. Mein Freund schlägt mich. Meine Freundin direkt, meiner beleidigt mich. So, pass auf. Schlimmste kommt noch. Mein bester Freund, der mit Babsi zusammen ist. Babsi, muss man dazu sagen, ist sehr prüde. Einmal im Jahr Sex, sie liegt unten, kann sie nichts falsch machen, sowas, weißt du. Oh. Und er hatte das Kapitel Reizwäsche. Dessous. Doch, steht da drinne. Frauen mögen das, wenn wir Männer die Initiative ergreifen. Du musst welche mitbringen und sagen, zieh das an. Nein, ich weiß nicht. Zieh das an. Daddy möchte das sehen. So, pass auf. Mein bester Freund geht also in einen Sexshop, kauft einen Schlüpper, unten kaputt, lässt ein... Es ist erschreckend zu sehen, wie viele Frauen genau wissen, von was ich hier spreche. Ja, Maximilian, hast du eine Frage? Nein, okay. Stell mir vor, wie ihr heute Abend nach Hause geht und sagt, Mama, was meinte der mit Schlüpfer unten kaputt? Geil ist, wenn die Mama sagt, komm mit, ich zeig dir, komm. Natürlich! Es ist doch Spaß, es ist Spaß.
Ihr seht den Vater nicht, der Vater sitzt so, mach es nicht. Er ist ein netter Junge, mach nicht alles kaputt. Wären wir nicht alle mit 12 so froh gewesen, wenn irgendein Typ auf der Bühne einem solche Tipps gibt? Alter Maximilian, du wirst sie alle haben, du wirst sie alle. Maximilian. Alle. Und mir geht gerade so ein Film durch den Kopf. Maximilian. Hast du schon eine Freundin? Nein? Hast du eine Freundin? Nein? Du hast schon eine Freundin? Du hast schon eine Respekt, Digga. Das Schöne. Ich bin auf deiner Seite, mein Freund. Wir beide sitzen in einem Boot. Brauchst von mir gar über. Wir beide sind richtig dicke Kumpels jetzt. Das Schlimme ist, der Vater wird mich verstehen. Das Schlimme ist einfach nur, ein bisschen was machen wir ihm jetzt kaputt. Wenn jetzt irgendwann mal, wenn deine Freundin dann, wenn du älter bist, 16, 18, 21, sagt der Vater. 21, okay. Wenn deine Freundin dann, wenn du 21 bist, mit so einem Ding ankommt und dich überraschen will, sagt, tada, steht er da und sagt, tja, kenn ich schon. Ja. So, pass auf, jedenfalls, mein bester Freund ist in einem Sexshop, kauft so einen Schlüpfer unten kaputt, okay? Lässt ihn einpacken, weil Babsi packt so gerne aus, okay? Lässt ihn einpacken, gib Babsi das Päckchen, Babsi freut sich, packt den Schlüpfer aus und sagt... Damit sehe ich aus wie eine Nutte. Und er sagt, gut, wa?